25% aller Beschäftigten wollen in die Rente mit 63 mit oder ohne Abschläge gehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Umfragen zeigen es, dass gut 25% aller aktuell Beschäftigten in eine vorzeitige Rente vor der Regelaltersgrenze gehen wollen, also vorzeitig in den Ruhestand gehen wollen. Weitere 35% der Befragten können sich vorstellen, eine vorzeitige Altersrente in Anspruch zu nehmen. Damit können wir davon ausgehen, dass rund 60% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zumindest versuchen oder darüber nachdenken, den Weg aus der Arbeit in eine vorzeitige Altersrente zu wählen oder zu suchen. Und viele der Versicherten sind sogar bereit, für den vorzeitigen Rentenbeginn Abschläge in Kauf zu nehmen, also finanzielle Abschläge von der Rente in Kauf zu gehen. Oder aber sie nutzen tatsächlich die 45 Jahre Wartezeit und gehen dann ohne Abschläge in Rente. Für viele Versicherte, und das haben auch diese Umfragen erbracht, wird die deutsche Rentenversicherung immer attraktiver, und zwar in Form einer Geldanlage. Denn diejenigen, die mit 63 und 35 Jahren Wartezeit in Rente gehen wollen, bekommen ja meist einen Abschlag, und diesen Abschlag kann man mit besonderen Beitragsleistungen zurückkaufen. Und dieses Geld ist in der deutschen Rentenversicherung in der Tat sehr gut angelegt. Wir reden aktuell davon 2-3% Verzinsung. Wenn ich eine Bruttorente von 1200 Euro erwarte für die Zukunft, also eine Regelaltersrente, und ich würde mit 10,8% Abschlag in Rente gehen, so kostet mich der Ausgleich für diese 10,8% bei dieser Bruttorente rund 32.000 Euro. Näheres zum Thema Altersrente und vorzeitigen Rentenbeginn und Ausgleichszahlung für den Rückkauf der Abschläge finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.